die Edda spricht gar nicht so gern drüber, aber die hat damals auf Sylt bei diesem ganz großen Musical mitgemacht. Das Musical hieß Ein Herz für Sylt, ne Edda? Ein Herz für Sylt hieß das. Sag mal, wer hat das nochmal geschrieben? Der Kirchenorganist. Das hat der Kirchenorganist geschrieben, das war ein richtig dickes Ding. Sag mal, und wie alt warst du da? 9. 9? Das war doch Mitte der 80er. Das war doch 85, 1985. Und du warst 1985 9. Ungefähr? Die Edda war damals auf Sylt total lange 9. Nur für die Geschichte vielleicht zum Wissen. Sag mal, Edda, das war aber doch dieses Musical, wo du dich als Hupe verkleiden musstest, ne? Nein. 8 Hupen. Du warst als 8 Hupen verkleidet? Ja, nein, ich habe sie gespielt. Du hast 8 Hupen gespielt? Ja. Ach so, ja. Und alles in diesem blauen Trainingsanzug, ne? Blauer Trainingsanzug? Ja, nein. Das war ein grauer Trainingsanzug und da war ich das Watt. Hey! Edda allein im grauen Trainingsanzug war das weite, breite Watt. Nein. Wahnsinn! Nein, nicht ich alleine. Ach so. Nein, da waren noch 119 andere Kinder, auch in so grauen Trainingsanzügen und wir waren das Watt. Ach, und ihr wart alle, Edda, wie macht man denn Watt? Wie macht man denn Watt? Pantomimisch oder wie habt ihr euch alle so gerollt oder gesungen, wie macht man das? Gesungen. Ihr habt das Watt gesungen? Ja. Wie singt man denn Watt? Mach mal. Ja, es war irgendwie, links ist platt und rechts ist platt und grau und glatt. Und warte. Was? Links ist platt und was war rechts? Platt. Links ist platt ja. Und rechts ist platt ja. Und grau und glatt und was so platt, das nennt sich Watt. Ja, das ist ja denn wohl die vielbeschriebene Friesenlyrik. Wahnsinn. Sag mal, Edda, wie oft habt ihr das eigentlich gespielt? 2-mal. Ja, das war so erfolgreich, das haben die nach der Premiere am nächsten Tag gleich einfach nochmal wieder gespielt. Obwohl, die haben nur 1,5 Jahre geprobt dafür. Aber es ist ja komischerweise auch nie so berühmt geworden, wie dann irgendwie später mal Cats oder Phantom der Oper oder sowas, ne? Nein, weil da sind ja genauso viele Hits drin. Also da war ja das Wattlied war ein Hit. Denn das Hupenlied, Hupen nach Noten, war ein Hit. Dann haben da Hochhäuser gesungen, wir hätten unsere Städten lieber in Manhattan, war ein Hit. Und das schönste Lied in diesem ganzen Musical war eigentlich das Friesenlied. Das war aber atmosphärisch auch so schön. Wenn man so überlegt, 120 pubertierende, leicht übergewichtige, blonde, friesische Mädchen in nicht maßgeschneiderten, grauen Trainingsanzügen tanzen das Watt und singen dazu das Friesenlied. Edda, bitte!